Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alternate und zwar mit dem Alternate Gaming PC Design Edition für 2149 Euro, runtergesetzt von 2529 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von der Gruso bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wem erst zu dem Bild. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es mehr oder weniger fake ist oder nicht. Das Gehäuse stimmt, das Mainboard auch, die Grafikkarte auch, die Wasserkühlung allerdings nicht, denn die schreiben hier rein, dass das die ohne RGB-Beleuchtung ist und hier auf dem Bild haben wir halt die mit RGB-Beleuchtung. Der Unterschied sind dann einfach nur diese drei Lüfter, die ihr hier oben seht, der Pumpenkopf, der ist immer beleuchtet. Gut, den Lüfter hier hinten, den bauen sie tatsächlich noch zusätzlich mit ein. Also wirklich fake ist es nicht. Die werben jetzt nicht irgendwie mit beleuchtetem RAM, obwohl keiner drin ist oder so, das passt schon. Nur eben, ob die Lüfter jetzt beleuchtet sind, das ist so ein Thema. Wenn das für euch wichtig ist, dann solltet ihr das vorher abklären. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das Fractal Design North XL Charcoal Black TG Dark. Dazu bekommen wir noch Fractal Design Aspect 14 PWM. Das ist ein Lüfter, der quasi ins Heck reinkommt, weil das Gehäuse grundsätzlich nur drei Stück in der Front mitbringt. Das ist auch das Gehäuse. Das ist sehr beliebt bei euch. Es gibt davon eine kleine Variante, das normale Fractal North. Das hier ist das XL, also die große Variante. Hat so eine Holzoptik-Front, passt dann ganz gut ins Wohnzimmer. Das gibt es auch noch in Weiß. Ist ziemlich, ja, schlicht, aber wie gesagt, für so ein Wohnzimmer ist es ganz cool. Luftdurchlässig ist es dementsprechend hier vorne auch. Ihr seht, es hat diese Rillen, dann diese 340mm Lüfter in der Front und den einen hinten, den sie extra noch zusätzlich einbauen, dass der Airflow halt gegeben ist. Und das kostet 183,47 € bei Mindfactory. Das hier ist der entsprechende Lüfter, der noch im Heck eingebaut wird und der kostet 15,87 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-14600K. Der hat 14 Kerne, 20 Threads, 125 Watt TDP, allerdings im Turbo 181 Watt. Der kann sich auch über 200 reinpfeifen, wenn man ihn wirklich frei rennen lässt. Deswegen schaut mal, dass ihr das einigermaßen einstellt. Hier ist eine 360er Wasserkühlung drin, von daher könnt ihr schon so ein bisschen über die 181 Watt gehen. Aber man sollte halt schauen, dass er nicht zu heiß wird. Wenn ihr jetzt nur zockt, ist das natürlich nebensächlich. Wollt ihr aber jetzt, sag ich mal, ein Video rendern über 10 Minuten oder so, dann ist das schon wichtig. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS. Da könnt ihr unter DDR4 ganz locker auf 3600 gehen. Unter DDR5 6000er, 6400, 6800 läuft auch damit ganz easy. Das ist immer noch ein guter Prozessor. Auch wenn die 14. Generation die letzte Generation ist, die den 1700er Sockel hat. Wir sind ja schon bei der Intel Ultra-Reihe. Die ist nicht sonderlich viel stärker geworden, sondern einfach nur effizienter. Deswegen kann man den durchaus noch nehmen. Der ist zum Zocken, zum Streamen und auch zum Rendern geeignet. Das ist schon völlig in Ordnung, kann man machen. Und der kostet 229,99 € bei ProShop. Dazu gibt es dann folgenden CPU-Kühler, das ist eine Wasserkühlung. Die Fractal Design Lumen S36V2 360mm. Da steht nichts von RGB. Das wäre dann diese hier. Die mit RGB, dass die Lüfter beleuchtet sind, kostet 4 Euro mehr. Macht jetzt also preislich gesehen eh nicht den großen Unterschied. Ansonsten hat die hier 5 Jahre Herstellergarantie. Wie gesagt, eine 360er auf den Prozessor finde ich durchaus angemessen. Passt auch, könnte auch noch ein bisschen mehr belasten. Ist in Ordnung, wenn sie euch designtechnisch gefällt, warum nicht. Und die kostet 128,67 € bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher ist von Kingston und zwar der Fury Beast. 32 GB, wir haben zwei Riegel, also 2x16 GB mit 6000 MTS. Die Timing stehen schon wieder nicht dabei. Ich weiß nicht, warum sie das wegschweigen, den gibt es nämlich als CL30, 32, 36, 40er. Ich nehme natürlich jetzt den 40er, weil der könnte ja theoretisch reinwandern. Das Thema haben wir ja fast in jedem Video. Das wäre dann noch dieser hier, ihr seht, keine RGB-Beleuchtung, wie es auf dem Bild auch zu sehen war. Da war ja auch keine RGB-Beleuchtung mit dabei. Also 6000 MTS finde ich gut,
über der Spezifikation von Intel. Das mit den Timings finde ich blöd. 32 GB finde ich wiederum gut. Kann man so machen, ja. Das sind dann wieder so Feinheiten. Wer meine Videos guckt, ihr kennt mich. So ist es halt. Und der kostet 107,89 € bei Mindfactory. Als Datenspeicher haben wir 2 TB und zwar eine Samsung 990 Pro. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7450 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Samsung. 2 TB in dem Preisbereich, super. Die Geschwindigkeit ist krass. Könnte man auch eine langsamere nehmen, aber ist schön, dass da drin ist. Warum nicht? Ihr als Gamer habt da jetzt nicht den riesen Vorteil durch. Aber cool. Also ich hätte da jetzt 1 TB erwartet. Ich sag's euch so, wie es ist. Und die kostet 139,90 € bei ProShop. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 4070 Super Pro Art OC. Das wäre dann diese hier. Relativ schlicht im Design. Hat man auch eben auf dem Bild gesehen. Ich mag das. Ich finde auch die Intel A-Karten total hübsch, weil die halt nicht so, ja, so aufgeblasen gamerisch sind, sondern einfach nur schön, clean, mattiert, finde ich super. Eine 4070 Super ist natürlich für WQHD und auch teilweise 4K-Gaming geeignet, Full HD sowieso. Es kommt immer darauf an, was habt ihr für eine Erwartungshaltung. Wollt ihr einen AAA-Titel in 4K mit, was weiß ich, 144 Hertz oder 144 FPS spielen, wird das nichts mit der Karte. Da könnt ihr noch so sehr tricksen. Ihr könnt natürlich die ganzen Details runterschrauben, aber das bringt euch auch nichts. Schaut euch dazu bitte einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Es gibt auch gleich noch eine Alternative. Da ist eine 4080 Super drin. Ich wollte es nur vorausgreifen, deswegen, sie passt rein in das Angebot, aber es geht besser. Und die kostet 692,79 € bei Galaxus. Dazu passend haben wir ein Asus ProArt B760 Creator Wi-Fi. Warum passend? Weil das die gleiche Designsprache hat, passt auch schön zu dem Case, ist alles sehr, sehr schlicht gehalten, deswegen auch nicht viel Remi-Demi-Beleuchtung oder so. Ist halt hübsch. Was leider nicht so gut passt, ist der B760 Chipsatz. Damit könnt ihr jetzt nicht großartig übertakten. Wir haben hier einen K-Prozessor und eine 360er AIO. Da bietet sich das halt an, wenn man das möchte. Kann man mit dem Board leider nicht. Ich weiß aber auch aus unserer Community, dass dieses Übertaktungsthema mehr oder weniger abgefrühstückt ist, weil die Prozessoren heutzutage so leistungsstark sind, dass es kaum einer mehr macht. Aber man nimmt sich damit halt die Möglichkeit, weil der Chipsatz nicht passt. Das Board bietet gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Wir können 3 SSDs verbauen. Hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Gerade mit so einem Creator-Board möchte man vielleicht auch eine Capture-Card einbauen, weil man von der Konsole oder so das Bild abgreifen möchte. Das bietet sich halt an. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 2x Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, USB Typ C ist mit am Start und die Onboard-Grafikanschlüsse könntet ihr theoretisch benutzen. Ist ja kein KF, sondern ein K-Prozessor, falls euch mal die Grafikkarte abbraucht. Und ich meine, der PC heißt ja nicht umsonst Design. Da passt das halt ganz gut mit dem Board und der Grafikkarte und dem Gehäuse. Das ist, wie gesagt, alles sehr schlicht. Geht auch besser, gerade in dem Preisbereich, aber okay. Es ist halt nicht so ein Micro-ATX-Board, was sie irgendwo billig aus irgendeinem Massenmarkt reingeprügelt haben, sondern sie haben sich schon Gedanken gemacht. Und das kostet 209,22 € bei 0%shop.de oder Notebooks billiger. Das Netzteil ist ein BeQuiet PurePower 12M 750 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Gold zertifiziert und vollmodular, hat schon den ATX 3.1 Standard, dementsprechend auch diesen neuen Stromstecker für die Grafikkarten von Nvidia, also der 40er Reihe. Nicht alle Grafikkarten aus der 40er Reihe haben diesen Stecker, aber das Netzteil bringt es potenziell mit. 750 Watt für das System reicht auch aus in Kombination mit der Grafikkarte. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine 4090 reinschmeißen, da würde ich ein stärkeres Netzteil für nehmen, aber für das System passt es. Und das kostet 99,90 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch Microsoft Windows 11 Home 64-Bit. Aktuellstes Betriebssystem in der Home-Variante, passt. Und das kostet 36,59 € bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den zusätzlichen Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1844,29 €. Und das System kostet 2149 € runtergesetzt von 2529 €. Also wären sie jetzt bei dem alten Preis, würde ich sagen, habt dann Rad ab, weil das ist viel zu viel. Bei dem Preis jetzt sind wir knapp über 300 € an Aufpreis fürs Zusammenbauen und Garantie und den ganzen Quatsch. In dem Preisbereich, ja, es gibt halt bessere Angebote. Es ist jetzt keine Riesenabzocke oder so. Wer auf diesen Designpunkt und so weiter Bock hat, kann das gerne machen, natürlich.
Aber ich zeige euch jetzt einfach mal die Alternative und dann bildet euch eure eigene Meinung. Da habe ich ein schön passendes System rausgesucht und zwar in diesem Fall bei Krotus. Das kostet 2125 Euro und ist der Gaming 9iN, also Intel Nvidia. So hat er das mittlerweile aufgeteilt. Das Bild passt übrigens. Bei der Grafikkarte kann man sich nicht so sicher sein, weil das lässt er sich halt offen. Kann auch eine Palette oder was auch immer da reinwandern, nur dass ihr Bescheid wisst. Was man hier auch ein bisschen außen vor lassen muss, ist diese Optikgeschichte. Hier geht es rein um technische Leistung. Wir haben hier als Gehäuse nämlich das Endorfi ARC 700 AEGB. Das ist gegenüber dem Fractal North XL natürlich designtechnisch nicht so hübsch, hat aber auch eine Meshfront, hat die Lüfter mit dabei, RGB-Beleuchtung, pipapo. Was den Prozessor angeht, haben wir einen 13600KF. Da seht ihr jetzt schon, wir hatten vorher einen 14600K. Hier ist es halt der 13600KF. Was aber nicht schlimm ist, weil der ist gerade mal 3% schlechter bzw. langsamer als der 14600K. Was ein bisschen schade ist, ist halt ein KF-Prozessor. Das F bedeutet, er hat keine integrierte Grafikeinheit. Sollte da die Grafikkarte mal abrauchen, könnt ihr kein Bild mehr übers Mainboard ziehen. Das war's dann aber auch. Sonst, ihr seht bei der Serie, die 3% Unterschied werdet ihr im Gaming wahrscheinlich niemals mehr merken. Was wir aber hier auf jeden Fall merken, ist halt die 4080 Super gegenüber der 4070 Super. Das ist ein Quantensprung. Und damit könnt ihr dann auch schon in 4K ordentlich zocken. Weil danach kommt nur noch die 4090 und das war's dann auch. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir auch 32 GB, allerdings 6400er anstatt 6000, CL32. Hier werden die Timings nicht verschwiegen und es sind sogar gute Timings. Was das Mainboard angeht, haben wir ein MSI Z790 Gaming Plus Wi-Fi. Z790, ihr könntet theoretisch übertakten. Das Board hat auch eine bessere Spannungsversorgung als das Asus Board. Was die Anschlüsse angeht, hängt es dann wieder ein bisschen nach. Müsst ihr selber wissen, was braucht ihr und was nicht. Das Creator Board ist ja auch mehr halt für Creator. Die SSD ist eine KC3000 von Kingston, auch mit 2 TB. Die hat 7000 MB Lesen und Schreiben. Ist halt im Schreiben ein Ticken schneller, im Lesen ein Ticken langsamer. Werdet ihr keinen Unterschied großartig merken. Ich möchte hier echt nicht relativieren, aber es ist halt einfach so. Der CPU-Kühler ist ein Arctic Liquid Freezer 3 360 ARGB. Da habt ihr auf jeden Fall die Beleuchtung mit dabei, einen dickeren Radiator, dementsprechend auch mehr Kühlleistung als die andere Wasserkühlung. Das Netzteil hat auch 100 Watt mehr und auch den RTX 3.1 Standard, allerdings nur 7 Jahre Herstellergarantie anstatt 10. Ansonsten auch 80 plus Gold und vollmodular. Die Wärmeleitpaste gut, die habe ich jetzt natürlich mit in den Warenkorb reingeschmissen. Schön, dass man weiß, was reinwandert, dass das nicht so eine Standard-Wärmeleitpaste ist. Aber gut, das sind glaube ich 8 oder 9 Euro, was die Tube da kostet. Betriebssystem ist zwar vorinstalliert, auch mit Treibern und so. Ihr müsst es aber selber noch aktivieren. Besorgt euch einfach einen Key und dann ist gut. Und schauen wir uns da mal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.981,27 Euro. Und das System kostet 2.125 Euro. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von knapp 150 Euro. Gegenüber 300 von Alternate. Und ihr habt einen mehr oder weniger gleichwertigen Prozessor und eine deutlich stärkere Grafikkarte. Worauf ihr hier verzichten müsst, ist halt dieser Designpunkt. Ihr könnt aber das Gehäuse hier auch noch konfigurieren. Wenn euch das Innenleben komplett egal ist und ihr wirklich nur dieses Gehäuse haben wollt, weil es vielleicht sogar im Wohnzimmer steht, kostet das 110 Euro Aufpreis. Könnt ihr euch dann selber überlegen. Ihr habt jetzt eine technisch bessere Variante, aber halt der Designpunkt fehlt. Könnt ihr dann reinkonfigurieren. Ja, und dass das hier als Sonderangebot gekennzeichnet ist, also es kostet jetzt schon 300 Euro Aufpreis und dann habt ihr nochmal 380 gespart. Ja, ist jetzt auch nicht so ein Black Friday-Ding oder so, ich weiß auch nicht. Das ist es immer noch ein bisschen zu teuer. Hätte ich da jetzt einen Aufpreis gehabt von 200 Euro oder so, hätte ich gesagt, wow, okay. Aber selbst dann hätte ich sehr wahrscheinlich auch noch die Alternative genommen, weil sie einfach leistungsstärker ist. Aber lasst mir eure Meinung dazu gerne mal in den Kommentaren da. Ihr findet auch alle Listen und alle Angebote dann bei mir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.